Hallo Leute, hier ist wieder eure liebe Dodo und der Vampir Story. Yay! So. Ein von ihnen zersplittertes Fenster. Vom Spinnwebmuster des geborstenen Glases würde ich auf einen ungefähr 10 cm langen Metallgegenstand von höchstens 27,5 Gramm Gewicht schließen. Der fragliche Gegenstand dürfte nicht weiter als 23 Meter geflogen sein, einen leichten Seitenwind einberechnet. Wow, Mona! Entweder bist du eine geniale Detektivin oder hast für deine Gesangskunst eine glänzende Laufbahn als Fassadenkletterer aufgegeben. Cool. Ja, wir müssen nämlich jetzt den Schlüssel, damit wir die nette junge Dame aus dem Haus herausbekommen. Denn ihr dusseliger Sohn hat den Schlüssel rausgeworfen und die kommen jetzt nicht mehr raus. Und wenn ich ihnen den Schlüssel gebe, dann krieg ich das Pferd umsonst. Yay! Jo. Hallo Pferd. Öffnen wir mal die Schuppentür. Hallo? Ist hier jemand drin? Nein, keiner da. Jetzt kann ich beruhigt hineingehen. Du hast offenbar noch nie vom großen Schuppenschlitzer-Massaker von 1865 gehört. Nein, aber das werde ich bestimmt gleich. Pah! Nicht mit der Einstellung. Vergiss es. Na los, mach die Tür schon auf. Traust dich ja doch nicht. Hier möchte ich mal hineinschauen. Wie ich es mir dachte. Ein Schuppen. Oh mein Gott, nein! Ein Die Massakerschuppen. Satteldecke könnten wir vielleicht noch gebrauchen, aber im Moment nicht. Okay. Aber den Sattel. Wo brauchen wir den Sattel auch noch? Das möchte ich nicht Oh mitnehmen. Mann. Nie will die Mona das mitnehmen, was ich mitnehmen will. Mist. Okay, suchen wir mal den Schlüssel. Denn wir wollen ja wissen. Oder wir wollen nicht wissen, wir wollen die ja wieder rausholen. Scheint ein Brunnen zu sein. Mich packt der Übermut. Ich werde mal in den Brunnen fliegen und mich umschauen. Mach das. Ich stehe derweil Schmiere und halte nach Brunnenkontrolleuren Ausschau. Hast du Angst? Nein. Ich bin nur besorgt, dass das Erkunden fremder Orte mich schreckhaft, übernervös und panisch reagieren lässt. Aber ängstlich? Niemals. Nein. Gut, fliege ich mal runter und guck mal, was da ist. Hey, da ist ein Schlüssel. Er steckt unter dem Eis fest. Cool. Kommen wir in den Eimer mal mit? Ein Eimer könnte uns noch nützlich sein. Er kommt auf meine geistige Merkliste. Was nicht alles auf ihre geistliche Merkliste kommt. Jetzt ist der ja noch leer. Die Decke ließe sich mühelos um den Eimer aus dem Brunnen wickeln. Aber wozu? Im Moment sehe ich keinen Bedarf. Okay. Ich dachte, vielleicht können wir den dann so irgendwie aufbewahren oder so. Aber wenn die Mona nicht will, hat die Mona Pech gehabt. So. Haha, denn die Suppe ist kochend heiß. Ach, und dann können wir. Na schön. Genau. So, und jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ab schnell zum Brunnen. Los, 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 los. Mona, lauf doch schneller. Oh. Ist ja klar, wenn die so lahmarschig ist, dass das Zeug dann vielleicht gefriert oder so. Ist ja klar.
Und zack. Die hat das noch gar nicht geholt. Ach so, ja dann. Dann dauert das nicht so lange. Ich dachte, die hätte das schon mit drin. Also das Stehen hat ja schon jetzt voll lange gedauert, ne? So, jetzt müsstest du freischmelzen. Toll. Oh, das ist wohl... Eingefroren? Ehrlich? Der Plan war aber gut. Merde. Ja, Mona, wenn du auch so lange brauchst. Vielleicht können wir... Na, vielleicht hält die Satteldecke den Eintopf diesmal warm. Genau. Das könnte nämlich klappen. Das wird nichts bringen. Tut mir leid. Hä, wieso? Oh, nee, echt jetzt? Ich muss da echt nochmal hin mit dem... Das ist der Nachteil an dem Spiel, ne? Das ist so 5000 Mal hin, her, hin, her, hin, her. Warum kann man das nicht alles sofort erledigen? Naja, scheiß drauf. Wieder zurück. Dann gehen wir mal zum Brunnen. Schneller. Das. So, jetzt will ich hoffen, dass es mal schneller geht und auch funktioniert. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Gut. Ah ja, stimmt, wir müssen ja jetzt erstmal was mitnehmen. Und dann kommt eine kleine Filmfrequenz. Und jetzt können wir endlich den Topf befüllen. Das dauert alles so lange. Wie gut, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin. Irre ich mich oder hat das jetzt noch gekocht? So. Jetzt müsstest du freischmelzen. Yay! Und nun? Hurra, es funktioniert! Ja. Muss ich aber in die Brühe packen. Oh nein, ich mache mir die Finger nicht schmutzig. Hilfst du mir, Frederik? Juhu! Danke, Frederik! Du bist ein Engel. Naja, eigentlich bist du eine Fledermaus, oder? Lass es mal so durchgehen. So, jetzt können wir nämlich dich herausholen. Yay! Ich öffne jetzt die Tür. Tada! Na, wer hätte das gedacht? Sie haben ihn gefunden. Hätte ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht zugetraut. Danke. Dankeschön. Schätze ich. Brrr. Na, dann lasst uns mal in den Stall gehen. Hier draußen friere ich mir ja die Zehen ab. Was, die... Das ist echt eine alte. Naja, egal. Na los, Buttercup. Das hier ist... Wie war nochmal der Name? Mona de Lafitte von den Pariser Lafitte. Opernsängerin und Absolventin des höheren Kunststudiums. Yay. Schon klar. Jedenfalls, das hier ist Mona. Du gehörst jetzt ihr. Doch, hör auf rumzuzicken, sonst verkaufe ich dich an die Leimfabrik. Merci. Naja, wirklich begeistert sieht der ja nicht aus. Hey, Pferd! Freue dich, du bist jetzt bei mir! Yay!
Ich habe ihn gerettet, Tet-Tet. Tet-Tet-Tet. Tet-Tet-Tet. Tet. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich für ein Rad Verwendung habe. Wieso? Für ein Rad kann man immer Verwendung haben. Jetzt stell dir mal vor, Mona, es passiert irgendwas. Du brauchst ein Rad. Dann hast du dieses Rad nicht. Also, ich kann ja mal das Kreuz bewerfen. Vielleicht kann ich dann durch. Ich bewerfe es mal mit einem Schneeball. Vielleicht kann ich es bedecken. Genau. Oh, der Vampirkopf wurde abgehakt. Nein. Eine Schneeballschlacht, bei der das Ziel nicht zurückschlagen kann? Das nenne ich einen fairen Kampf. Ja, das verdeckt. Hä, wieso kann ich immer noch nicht durch? Du hast es sauber getroffen und der Schneeball bleibt sogar kleben. Nur wirken tut er offenbar nicht. Vielleicht, weil der weiß ist. Vielleicht klappt das deshalb nicht, weil der noch so... Ja... Transparent? Ist eigentlich nicht transparent. Ja, scheiß drauf. War doch... Dieses Öl. Vielleicht können wir mit dem Öl... Ich will ihn aber nicht herumschleppen. Er ist so nass und kalt. Wie meine Nase. Fühl mal. Igitt, nein. Aber ich behalte den Schneeball für alle Fälle im Hinterkopf. So. Was wir jetzt mal gesagt haben? Oh ja. Keine Ahnung. Da war doch gerade so ein Fass mit Öl. Oder nicht? Genau. Öliger Bottich. Vielleicht kann ich den... Nein, davon halte ich nichts. Nur nicht. Komm, Frederik, geh du rein. Frederik, würdest du für mich in den Fettbottich tauchen? Der fettige Wetlock hat sogar was. Sieht cool aus. Aber wozu? Wenn ich das wüsste. Aber ich habe das Gefühl, dass ein eingefetteter Frederik mir noch nützlich sein könnte. Jo. Du ahnst nicht, wie überglücklich mich deine Bemerkung macht. Ach, sei still. Was haben wir denn alles hier? Guck mal. Ein Fensterbrett eines Restaurants. Es steht voll alter Weinkrüge und Bratöldosen. Ja, wie mache ich denn jetzt? Och, Manu. Wie sorge ich denn jetzt dafür, dass der Schneeball dunkel wird? Irgendwas wird womöglich nichts drin sein. Ich brauche irgendwas Dunkles. Wenn es mit dem Öl nicht funktioniert, wo war denn was Dunkles? Matschiges. Vielleicht schwarz. Ey, stimmt. Schwarz. Aber komme ich an schwarz. Ist alles so gut voll. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist meine Maus. Ja, cool. Meine Maus ist. Hallo. Wo laufe ich denn hin? Juhu! Eingängige Musik spielen Sie da drin. Sehr fortschrittlich. Was habe ich denn gerade gemacht? Na egal. So, Frederik kann doch dann da durch, ne? Gerne. Wenn du mir einen guten Grund nennst.
Ja, okay, dann gehen wir nicht da rein. Nein, davon halte ich nichts. Nein, davon halte ich nichts. Wieso kann ich das nicht verrücken? Nein, davon halte ich nichts. Hallo? Nein, davon halte ich nichts. Gerade ging's doch auch nicht. Naja, scheiße. Wie kriege ich denn jetzt mein Schneeball dunkel? Ich habe aber auch nichts mit irgendwas Dunkles gesehen. Wenn ich jetzt in die Suppe tunke, dann wird womöglich diese Suppe schon. Dann weicht der Stehball bestimmt nur ein. Vielleicht hat die Dings irgendwas. Die Wahrsagerin. Irgendwas. Hier ist nur Müll. Wahrsagerin, helfe mir! Welcher gefällt? Hast du irgendwas? Sag mal. Frohe Kunde, Madame Strigoi. Wir haben das Pferd. Yay. Ausgezeichnet, Kit. Gute Arbeit. Jetzt braucht ihr nur noch deine Graberde und den Wagen. Dann könnt ihr nach Paris aufbrechen. Seid mir hier aus dem Weg. Und ich habe meine Schuld beglichen. Wie war das? Dann segelt ihr schuldenfrei gen Heimat. Aber jetzt auf mit euch zum Friedhof. Sucht Monas Grab und nehmt Erde daraus mit. Danach besorgt ihr einen Wagen, beladet ihn und zieht los. Die Sonne geht früher auf, als ihr glaubt. Ihr bräuchtet wirklich einen Leibwächter für den Tag, aber im Moment müsst ihr halt ohne ihn auskommen. Und jetzt ab mit euch, solange die Nacht noch jung ist. Ja, aber ich brauche irgendwie Tinte. Wo ist Tinte? Over. Stimmt, Tinte. Ach, dass ich da nicht drauf gekommen bin, bin ich blöd. Ich bin blöd, ich bin blöd. Ich muss zurück. Ich bin blöd, ich bin blöd. Ich bin blöd. Okay, reicht jetzt auch. Das nehme ich das Ding. Die könnte mir noch nützlich sein. Madame Strigoi, darf ich das Tintenfass mitnehmen? Gerne, Kind, lang zu. Ich bin ja richtig gut. Ich bin richtig gut. Ich bin richtig gut, richtig gut, richtig gut. So, machen wir mal den Kopf schwarz. Vielleicht verleiht dir das ein wenig Farbe. Yay. Yeah. Jetzt haben wir einen schwarzen. Er sieht aus wie eine kohlefarbene Schneewaffe. Jetzt können wir nämlich hier. Und das nehme ich mit dem tintenbefleckten Gedingbus bewerfen. Ich bewerfe es mal mit einem Schneeball. Vielleicht kann ich es bedecken. Yay! Wir haben es geschafft. Oh yeah, ich bin so gut. Schalalala. So, jetzt haben wir beide Köpfe abgehabt. Schlacht, bei der das Ziel nicht zurückschlagen kann? Das nenne ich einen fairen Kampf. Yay. Yeah. Kann ich durch? In die Baseball-Liga wirst du wohl nicht aufgenommen, aber sein Zweck hat es erfüllt. Der tintenschwarze Schneeball bedeckt das Kreuz ganz ordentlich. Ja, yeah. Jetzt kann ich durch. Ich kann rein. Ich kann rein. Was ist los, Mona? Die Tür ist offen. Worauf wartest du noch? Geh rein. Ich kann nicht.
Aus irgendeinem Grund kann ich die Schwelle nicht überschreiten. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass du derzeit etwas lebensbenachteiligt bist. Lebensbenachteiligt? Ich versuche nur höflich zu sein. Ist ein kitzliges Thema. Ach du, mit deinen dummen Vampir-Theorien. Es ist doch nur ein Fluch, von dem ich mich halt noch befreien muss. Na schön. Klar. Möglicherweise hat dein Unvermögen, den Salon zu betreten, etwas damit zu tun, dass du eine wandelnde Leiche, ein Vampir bist. Gut ausgedrückt. Hallo, Tante. So, wie werden wir wohl schaffen, durch die Schwelle zu kommen? Tschüss, Tante. Und mal. Schweinebacken-Vibe, aber vorgestern. Hallo? Gut, den werde ich beim nächsten Mal köpfen. Also dann, beim nächsten Mal werden wir gucken, wie wir am besten hereinkommen. Boah, der frisst ja. Los, komm her und schenk mir Bier nach. Elendes Frauenzimmer. Die Arme. Ja, okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.